Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Runde der Legacy Challenge mit Sims 4 und der Familie Traumtänzer. Ja, mit unserem Tassilo, da sind wir ja jetzt. Immerhin schon in der vierten Generation, ja. Und ja, ich gucke nochmal, weil es geht ja theoretisch um die Jungs hier. Bis zur nächsten Altersstufe. 7 Tage haben wir noch. Da hat er noch so einiges vor sich. Eieieiei. Ja, Kreativitätsfähigkeiten. Kriegt er natürlich nicht mit dem Schachspiel, aber ich wollte so ein bisschen eben, ja, gut Freund mit meiner Schwester sein. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen mal fokussiert. So, jetzt schicke ich aber die beiden mal in die Schule. Ja, auch wenn es unserer Tanja unheimlich miserabel gerade geht. Warum bist du denn inspiriert? Ach so, vom Yoga bist du noch inspiriert. Na, das ist doch schön. So, ich mache mal... Ach so, danach gehst du aber, ne? So, und dann Tom. Ach du Schande. Tom, steh auf, du musst bald. Also Hunger und so. Hätte er nämlich auch noch. So, mit öffnen. Wir haben ja gar nichts mehr drin, außer die Gruselkekse und eine Torte. Wie lange hält eigentlich so die Torte? Hm, hat auch so ein paar Tage. Na gut. So. Alina, du gehst bitte zur Arbeit. Der Drache ist doch süß, oder? Hergestellt von Tristan Traumtänzer. Ja, der ist doch echt putzig. So, Alina ist zur Arbeit. Was macht eigentlich unsere Vanessa? Oh, bist du immer noch beim Gegner? Ups. Gegner studieren dabei, dachte ich gerade. Und natürlich müssen wir jetzt erstmal auf die Arbeit gehen. Auch wenn wir voll hungrig sind. Unser Magen knurrt. Das Gesetz ruft. Wow, das Gesetz ruft. Wen haben wir heute? Haben wir schon einen neuen Fall eigentlich angenommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Einen Fall zugewiesen bekommen. Ja, stimmt, wir sind ja Opa. Kriminalbeamter. So, dann du, Rezeptionist. Geh mal mit. Das hier, achso, das geht wahrscheinlich am Ende. Patrouille will ich nicht mehr gehen, nicht mehr als Kriminalbeamter. Das geht ja gar nicht. Oberkriminalbeamter. Entschuldigung. So, dann gucken wir uns einen neuen Fall mal an. Wobei wir dann mal kurz irgendwas essen sollten. Wäre vielleicht nicht schlecht. So zwischendurch. Also. Oder? Gehe ich hungrig dorthin? Hm. So, ich habe einen Fall bekommen. Mit dem Polizeipräsidenten noch Polizeidatenbank durchsuchen. Ja, könnte ich mal gerade noch machen. Unser Ding da hinten. Fallakte anlegen. Die da hinten ist echt wahnsinnig, oder? Ach, meine. Sie ist echt... Ja, Angela Jakob. Ich soll eigentlich nur mit ihr reden, ne? Warte mal, ich bin mal freundlich. Da. Genau. Kann ich nochmal so das Kennenlernen oder sowas bei ihr machen? Ja, danke. So, hallo, Angela Jakob. Ich habe gerade Hunger, ich habe unheimlich Hunger. Aber... Schwingen die Hufe, ich will Ergebnisse sehen, Traumtänzer. Und zwar gestern. Ja, aktiv ist sie auch noch. Ich hab Hunger. So, ja, dann gehen wir erstmal auf den Tatort. Ich weiß, ich habe Hunger, aber unsere liebe Polizeipräsidentin, die... Hör auf, mit ihr zu quatschen. Du findest sowieso sie nicht attraktiv, oder? Die ist wahnsinnig. Wie ist die auf diesen Stuhl gekommen? Verdammt, ich will da auch hin. Oh Mann. So schnell wie möglich. Dann muss ich die Verbrecher jetzt gleich alle finden. So. Was?
Wo sind wir? Oh mein Gott. Jetzt habe ich Hunger. Ah, wir sind noch in einer Bar. Zeugenbericht aufnehmen. Was muss ich denn machen? Ah ja. Was ist passiert? Schmiererei, oder? Wir haben noch nicht mal einen Mord. Och, Mann. Beweisfoto, Beweismaterial sichern. Beweisfoto, Beweismaterial sichern. Beweisfoto, Beweismaterial sichern. Wer läuft denn da noch rum? Da läuft doch gar keiner rum. Ich kann niemanden... Da ist alles kaputt. Was war das? Was? Shit. Ich habe irgendwas doch... Eine wertvolle Information über das Verbrechen. Okay. Da ist noch jemand. Nee, Quatsch. Theorien zum Fall diskutieren. Ah, Moment, ist das ein Zeuge? Yep. Ist er auch noch Zeuge? Nee. So, Zeugenbericht. Noch hinzugefügt. Was ist dann eigentlich? Okay, ich kann mich freundlich vorstellen. Mike Paulus, Zeuge. Wer ist der Typ eigentlich? Marco Mertens. Okay, ich gucke hier nochmal rum. Beweisfotos, Material sichern. Warum kann ich... Wie, die ist bereits... Was? Und da oben? Okay. Ich weiß, mein erster Fall war ja auch irgendwie hier. Aber ist draußen eigentlich noch irgendwas? Ich sollte doch mal irgendwann drauf... Oh! Guck doch mal, Beweisfotos. Da ist ja auch noch was. Was ist denn das? Kann ich das anklicken? Und da ist doch auch noch was. Guckt doch mal hierher. Wenn ich allerdings so viel mache, muss ich das alles irgendwann auswerten, ne? Wo bin ich denn jetzt? Eieiei. Komm schon. Quatsche nicht so viel. So, das habe ich alles mitgenommen. Und ich habe Hunger. Kriege ich hier noch was zu essen? Nach Spuren suchen. Oh, sehr cool. Habe ich noch gar nicht angeklickt, sowas. Könnte ich auch noch mal. Ich kann hier unheimlich viel machen, ey. Ich Gott, das schaut nach Arbeit aus. Das schaut nach so viel Arbeit aus. Huch. Getränk könnte ich, ja. Zeugenbericht aufnehmen. Habe ich seinen noch nicht? Was ist das? Beweisfotos machen. Das hier. Mach erstmal das da. So, dann kannst du immer noch den Zeugenbericht von dem Typen da. Ey, das habe ich cool gemacht, oder? Das mit dem... Ich hab's gefunden. Was auch immer. Man muss hier echt alles anklicken, ja. Das ist doch echt Wahnsinn. Ansehen. Das wird mir nichts bringen. So, ich glaube, genau, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Und wir werden jetzt wieder zurück zur Wache gehen. Meine Güte, mal gucken, was wir alles so machen können. Ich weiß gar nicht, was meine Tagesaufgabe eigentlich ist. Hat von seinen Beobachtungen berichtet. So, zwei Fälle lösen. Das habe ich doch schon längst gemacht. So, wie viel Hunger haben wir denn? Was sagt er denn? In 12 Stunden. Naja, wir haben 12 Stunden. So lange brauchen wir nicht. Hinweise mit Polizeidatenbank abgleichen. Beweismaterial analysieren. So, wir haben 7 Beweismateriale zu analysieren. So, und da gehe ich mal an allen rein und schicke ihn. Guck mal, die ist doch furchtbar, oder? Die keine Ahnung, was die so macht. So, Tassilo hat gute Noten bekommen. Tanja auch. Warte. Ich kann ihn immer nur einmal dran schicken. Komm schon, geh nochmal hin. Also zum Glück muss ich das ja nicht in einem einzigen Tag
immer alles machen, ja. So. Ja, ich habe Hunger. So, Hinweise zu Verbrechensgrad hinzufügen. Lass mich nochmal hier abgleichen. Ups. Oh, Zeugenbericht. Was können wir noch abgleichen? Warte mal. Archivieren, das habe ich auch noch nie gemacht, ne? Tatortfotos. Verbrechenskarte. Geh mal bitte weg. Ich brauche jetzt. Oh, sie ist auch Kriminalbeamtin. Komm schon, steh auf. Mein Fall ist jetzt wichtiger. Wann habe ich Feierabend? 18 Uhr wieder her. Ja. Sie ist uns entgegen gelaufen. So. Und noch haben wir jetzt Tatortfoto. So, und dann stehe ich mal auf. Hinweise hinzufügen. Also hier bin ich ja voll. Na, das ist ja... So, ich habe jetzt noch eine Stunde. Dann machen wir mal hier wieder... Das sind echt komische Bilder immer hier drauf. So, tschakka. Was sind denn das für Bilder? Nochmal hinzufügen. Yes, yes, ich habe jetzt auch solche komischen Bilder gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es immer die gleichen sind? So, nochmal einen Hinweis hinzufügen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich schon hinzufügen kann. Oh, ich müsste das vielleicht sogar mal durchlesen. Schwarze Haare hat unsere Person. Okay. Nee, das will ich noch nicht. Ich habe noch so viele Sachen. Neuen Hinweis ableiten. Langärmliches Oberteil. Okay. Hinweis hinzufügen können wir auch nochmal. So, wir sind jetzt gleich, haben wir sowieso Feierabend und gehen nach Hause zurück. Wir haben 913 Simoleons und einen Urlaubstag verdient, ja immerhin. Sein Papa war ja schon bei über 2000 Simoleons, also das war natürlich schon eine andere, schon ein anderes Kaliber. Tjo. Ist halt so, nee. Können wir nicht machen. Also da kommen wir auch noch hin. Und ich hoffe, wir kommen noch sehr schnell dahin. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal gerade gucken, wann Tom älter wird. Er ist ja immer noch ein Junger. Ein junger, junger, junger. So, warte mal. 6 Tage. Cool. So, jetzt haben wir aber wirklich Hunger. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal was kochen, weil es nichts mehr drin ist. Verdorbenes Essen aussortieren und dann irgendwie... Buff, Macaroni mit Käse. Macaroni mit Käse. Und die Kids, die sind auch schon zurück und haben Hunger. Tja, es gibt nur Kekse momentan. Kocht keiner von euch? Das ist ja unfair, der Papa muss kochen, echt. Echt jetzt? Alina, auch du nicht? Nö, ich mag nicht. So, ach du meine Güte, freundliche Interaktionen. Das habe ich ja ganz vergessen, dass sie sowas machen muss. Warte mal. Freundliche Aktionen, das heißt also Bewunderung ausdrücken. Was mache ich denn da unten? Achso. So, warte mal. Freundliche Aktionen. Geheimnis ausplaudern. Dem Sohn ein Geheimnis ausplaudern. Habe ich da jetzt so ein bisschen angefangen? Ah, gerade das begonnen. Ja, genau. Das ist so hinterhältig. Ich muss quasi mit Leuten erzählen. Und, oh, dramatisch ist freundlich. Naja, gut. Bitte ein Spielzeug zu reinigen ist auch freundlich. Ich weil ich dich bitte. So, okay. Bewunderung ausdrücken. Fessende Geschichte erzählen. Was war denn das? Shit, wenn wir einmal drauf geht. Einheizen. Heize dich einmal. Mein Schatz.
Was auch immer sie da macht, ich habe keine Ahnung. 50% haben wir schon erledigt. So, was macht Tanja? Wo bist du hingegangen? Ich muss mein Spielzeug reinigen. Vor einem wichtigen Spiel sieht Vanessa das Spielbuch des Gegners auf der Besucherbank liegen. Niemand scheint in der Nähe zu sein. Soll sie einen Blick hineinwerfen? Nein, wir schauen nicht rein. Betrug ist nie gut. Vanessa geht den ehrlichen Weg und lässt das Buch liegen. Was war da noch unten drunter? Nichts weiter, ne? Hätten wir mal vielleicht gucken können. Was macht sie? Weglegen. Wo legst du es hin? Ist ja schön, dass du es weglegst, aber du solltest es putzen. Warum ist unser Spiel eigentlich von heute Morgen nicht mit dabei? Blöd. Muss ich mit jemandem spielen? Dann nehme ich mal heute die Mama. Die muss sowieso irgendwelche freundlichen Aktionen hier noch machen. Irgendwie. Während der Papa noch unbedingt sein Essen auf isst. So, Moment. Wie weit ist sie? Abgeschlossen. Na, dann kannst du doch mit deiner Tochter, die irgendwo wartet, also mitspielen. So. Komm. Hat sie keinen Bock oder was? Also keinen Bock, Alina. Willst du nicht mit deiner Tochter? Schwester wollte ich schon sagen. Mit deiner Tochter. Willst du nicht spielen oder was? Du bist ja eine. Wie sieht's denn hier aus? Komm, du bist zimmerlich. Wegwerfen, putzen, säubern. Tja, wenn du nicht mit deiner Tochter spielen willst, dann musst du putzen. Was macht er jetzt? Nein, nicht zertrümmern. Spiel du mal mit deiner Tochter. Warum möchtest du es zertrümmern? Mit dir muss ich auch nochmal irgendwie zu anderen Häusern. Wir müssen mal zum Nachbarn. Ach, ich war doch auf Arbeit. Oh, bin ich bescheuert. Ich war auf Arbeit. Ich war auf dem Tatort. Oh mein Gott, ich war nur meiner Arbeit hinterher. Ich hätte doch mal die Abflüsse verstopfen können. Verdammt. So ein Sch... Anno. Warum habe ich nicht dran gedacht? Kinas. Oh, Vanessa wurde befördert. Das gibt's ja wohl nicht. Ach du Schande. So, endlich ist sie auch befördert worden. Zu Anfängerin? Was? Sie verdient jetzt 20 Simoleons mehr. 86. Lammern kurz Teamfoto. Jetzt, was? Was für ein Teamfoto? Verdammt, was ist jetzt ein Weltmoment? So, ich muss jetzt sowieso den Stopp machen, weil ich, sie ist Anfängerin? Das kann doch wohl nicht sein. Was geht denn? Leute, was geht denn? Ich muss mal die Karrieren anschauen, oder? Ey, wir sind doch schon mehr als eine Anfängerin. Und was haben wir bekommen? Irgendwas mit einem Team? Kollegen, Palaver. Ach, Kinders. Da ist es. Ein Lammakorns Teamfoto. Rot und heiß. Das war noch ungetestet. Ups. Ich wollte nicht. So, Moment. Ein Teamfoto. Kommt schon. Komm mal. Kann ich das nicht aufhängen? Was mache ich denn? Ich muss es aufstellen. Okay, alles klar. So, ein Teamfoto. Ja, was ist das denn Cooles? Ich kann leider nicht drin hier ranzoomen. Da ist vielleicht jetzt auch irgendwo Vanessa drauf. So, ich sage jetzt erstmal Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns in einer nächsten Runde der Legacy Challenge. Und lass es dir gut gehen. Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.